Ja, ich darf die Pressekonferenz eröffnen zur heutigen DHB-Pokalbegegnung der SG Flensburg-Handewitt gegen SC Magdeburg 26-16 am Ende 2751 Zuschauer in der Halle. Ich begrüße zu meiner linken Trainer SCM-Trainer Frank Carstens, SG-Trainer Lubomir Vranjes und SG-Manager Dirk Schmeschke. Wir wollen uns miteinander an die Auswertung dieses Pokalspiels machen. Frank, erste Frage an Sie. Gary Eilers, an dem hat es heute sicherlich nicht gelegen. Wo suchen Sie die Gründe, wo sehen Sie die Gründe der Niederlage heute? Wie fällt Ihr Kommentar aus? Ja, erstmal schönen guten Abend und Glückwunsch an Hugo und sein Team. Ich denke, dass wir heute über das Spiel gar nicht groß sprechen müssen. Aus meiner Sicht, das war von Anfang an eine klare Sache. Wir haben hier heute nicht... kam ja heute nicht für einen Sieg in Frage. Wir haben ein paar Minuten das Spiel offen halten können, haben dann in der zweiten Halbzeit nochmal eine Phase gehabt, wo wir ein bisschen wieder rangekommen sind, die Chance auch hatten, auf 3 Tore zu verkürzen. Aber letztlich hat uns insgesamt die Qualität gefehlt, und zwar vor allen Dingen im Angriff. Und womit ich auch nicht einverstanden bin, das ist die Entschlossenheit, der Mut und die Leidenschaft, die man eigentlich von meiner Mannschaft kennt und die man auch erwarten kann in einem solchen Spiel, in einem K.O.-Spiel, in dem es darum geht, sich auf dem Weg nach Hamburg weiter zu qualifizieren, dass die Aufgabe hier schwer werden würde und dass es auch nicht, die SG natürlich über hohe Qualität verfügt, das wussten wir, das ist klar, und dass es hier auch sehr schwierig ist zu gewinnen, ist auch überhaupt keine Frage, und ich wäre auch nicht böse gewesen, wenn wir hier ausscheiden und einen vernünftigen Kampf liefern, aber das haben wir nicht. Und darüber bin ich sehr enttäuscht, und das müssen wir auch thematisieren. Zur Eingangsfrage zurück, Gary Eilers hat tatsächlich eine sehr gute Leistung gebracht und hat uns vor einem höheren Rückstand oder einem früheren Rückstand bewahrt. Und das ist natürlich aller Ehren wert. Er hat jetzt das zweite Mal hintereinander eine gute Leistung gezeigt. BRC, erste Halbzeit war auch gut, und jetzt hat er da nochmal das ganze Spiel durchgehalten. Das ist, freuen wir uns sehr drüber. Auch in der Abwehr waren ein paar gute Sachen dabei. Da haben wir in Phasen Druck erzeugen können, aber eben nicht zuverlässig genug, und wir haben vor allen Dingen nach vorne hin daraus zu wenig Kapital geschlagen. Aber nochmal, ich habe jetzt sehr negativ über meine Mannschaft gesprochen. Die SG hat das sehr konsequent und sehr konzentriert durchgezogen hier heute, und dem gebührt natürlich aller Respekt, vor allen Dingen, weil sie ja auch einige Rekonvaleszenten dabei hatten, einige Ausfälle. Insofern erkenne ich die Leistung absolut an. Vor allen Dingen war zu erkennen, dass viele Dinge, die im Punktspiel noch geklappt haben, heute gar nicht geklappt haben. Das zeigt ja immer, dass es vom Trainer gut nachbereitet worden ist und vorbereitet worden ist. Vielen Dank, Frank Carstens. Lubomir, wie fällt dein Fazit aus? Erstmal guten Abend, und möchte ich auch mich Danke sagen zu Frank. Mein Fazit, ich bin ja zufrieden, natürlich. Wir sind eine Runde weiter. Im Pokal ist das ja immer schwer. Du weißt ja nie, wo du spielst. Wenn du in Auswärts spielst, hast ein schweres Auswärtsspiel, dann wird das ja viel schwerer. In Hamburg nicht, aber das interessiert mich ja auch nicht im Moment. Wir haben Glück gehabt, zu Hause zu spielen. Das wäre ja natürlich ein anderes Thema, wenn wir in Magdeburg gespielt hätten. Jetzt haben wir mit 10 Toren gewonnen. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Einstellung, mit unserer Konzentration in 60 Minuten. Ich bin natürlich zufrieden mit unserer Abwehr. Das hat ja auch ganz deutlich auch unser Torwart geholfen. Er war ja auch heute sehr gut. Aber Eilers hat ja auch ein unglaubliches Spiel gemacht, das muss man sagen. Und da muss man auch Lob geben. Er hat ja viele, viele freie Bälle gehalten, und mit das muss man ja natürlich muss man natürlich besser machen, aber insgesamt machen wir das Spiel fast so, wie vorher gesprochen haben, und das gibt einige Kleinigkeiten, die wir verbessern müssen, aber sehr gut. Ich sage Glückwunsch zu der Mannschaft und zu unseren Fans, dass wir noch eine Runde weiter sind. Danke. Ja, Dirk, ich möchte dich gleich mit reinnehmen. Jetzt kommen ja die heißen Wochen wieder für die SG, enger Terminkalender. Was macht dich gerade nach dem heutigen Spiel, was du gesehen hast, zuversichtlich, diese Phase dann auch gut zu überstehen?
Zum Ersten ist es wichtig, es war, hat Frank ja richtig gesagt, es ist ein K.O.-Spiel und eigentlich ist es in gerade auch wie ein Gegner gegen Magdeburg, das darf man auch nicht vergessen, ich habe gerade Kiel geschlagen, da haben wir auch, ich sag mal, mit Freude hingesehen, als ihr Kiel geschlagen habt. In einem K.O.-Spiel ist es immer wichtig, dass man alles gibt und eine Runde weiterkommt, egal wie. Wir haben es heute sehr deutlich gemacht, aber ich glaube auch, dass die Mannschaft sehr konzentriert gespielt hat. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich war ein bisschen enttäuscht auch vom Zuschauerbesuch, 2751, leider nur. Ich glaube, Ted glaubt, dieses Spiel hätte heute auch mehr Zuschauer verdient. Aber wir haben ja die Chance, in der nächsten Runde vielleicht dann die Halle voll zu machen. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen, den wir haben. Aber die Zuschauer, die da waren, haben für gute Stimmung gesorgt, das muss ich schon sagen. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Mannschaft, auch gerade die Jungen, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal wieder sagen, hat mich auch besonders für Bogdan gefreut, der ja heute eine sehr gute Quote gehabt hat, dass die auch damit reingekommen sind und sehr gut reingekommen sind. Und Matthias, im Gegensatz zur zweiten Hälfte in Rioja, das wir alle gesehen haben, heute sehr konstant durchgehalten hat. Das sind natürlich auch Dinge, die wir brauchen. Und so ein Spiel gibt immer, glaube ich, auch ein bisschen Ruhe, aber auch ein bisschen Mut und Zuversicht für die nächsten Spiele. Und da wollen wir weiter dran arbeiten. Und der November, der wird brutal hart. Da kommen Spiele ohne Ende. Zweimal HSV und so weiter und so weiter. Also da müssen wir durch und da werden wir auch alles geben, um da das Bestmögliche zu erreichen. Ja, aus dem Pokal ist der HSV ja ausgeschieden heute. Ich frage mal in die Runde, gibt es hier an die Herren Fragen? Frank, du sagtest, deiner Mannschaft hat Leidenschaft und Einstellung gefehlt, aber trotzdem war ja in einigen Szenen noch ziemlich viel Gift auf dem Feld, hatte ich den Eindruck. Wie ist das zu erklären? Haben sie sich auf Nebenkriegsschauplätze eingelassen, deine Spieler, anstatt sich aufs Spiel zu konzentrieren? Vielleicht, ja, vielleicht. ist oft so, wenn es nicht so läuft, wie man möchte, dann lässt man irgendwo seinen Frust aus. Und ich glaube, letztlich waren das harmlose Szenen, also ist ja nichts passiert irgendwie großartig. Die SG-Spieler halten gut gegen und wir sind auch eine körperlich spielende Mannschaft, also treffen wir uns da, glaube ich, mit gleichen Waffen. Insofern, habe ich da jetzt nichts Großartiges gesehen, außer dass da vielleicht einige Spieler ein bisschen ihren Frust abgelassen haben. Fertig. Ja, weitere Fragen? Lubo, ist die Leistung von Gary die einzige Erklärung dafür, dass euer Angriffsspiel immer in solchen Wellen verläuft? Noch keine richtige Konstanz da, also über ganze 60 Minuten? Okay, was soll ich jetzt sagen? Hast du die letzten 7 Spiele gesehen? Ja, wir haben konstant über 30 Tore geworfen. Jetzt ist 26 mit der Leistung von Gary. Das sagt, glaube ich, alles auf deine Frage. Ja, weitere Fragen? Gerne. Wie fit ist Thomas Mohnsen wieder? Hat man ja gesehen, dass er müde ist. Aber wenn er nicht fit wäre, dann hätte er auch nicht gespielt. So, er ist fit. Also das gibt keine andere. Das Einzige ist, er fehlt. Er hat ja zweimal trainiert. Es fehlt ja ein bisschen Explosivität in seinem Körper. Aber ich finde, er hat das auch mit seiner Routine auch gut geschafft. Aber es fehlt noch ein bisschen zum Topform. Aber ich bin sehr zufrieden, dass er heute hier gespielt hat. Und er hat das auch gut gemacht. Ja, nach Fragen gerne genommen. Nicht der Fall im Moment. Dann sage ich vielen Dank an alle Beteiligten. Nächstes Spiel Bundesliga, 10. November hier in der Halle gegen den HSV. Bis dahin, tschüss, guten Abend und guten Weg zurück nach Magdeburg. Danke.